Pflanzenzüchtung heute gestaltet werden kann. Und das ist eigentlich gerade unsere momentane gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir jetzt zu ergreifen haben. Weil die Züchtung ist eben nicht mehr wie früher in den Anbau automatisch eingebettet, sondern es gibt eine spezialisierte Branche der Pflanzenzüchtung. Und was auch sehr viele Vorteile mit sich bringt, dass man viel zielgerichteter und genauer arbeiten kann, als das vor 1000 Jahren war. Es muss aber eben dabei Sorge getragen werden, dass die Züchtung trotzdem das große Ganze nicht aus den Augen verliert. Also sich sozusagen nicht rein auf Pflanzenarten und Sorten konzentriert, die einen wirtschaftlichen Mehrwert bringen, sondern dass die Züchtung eigentlich die Aufgabe hat, dieses Erbe, dieses Kulturerbe, die Biodiversität, die darin steckt, das Wissen, das darin steckt, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und wie das heute funktionieren kann, das heißt, wie kann sozusagen modern gedachte Züchtung aussehen, die aber nicht einfach 1000 Jahre wieder zurückgeht. Das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt gerade stehen.